Ja, ich zittere. Die Jagd boomt. Immer mehr Menschen wollen den Jagdschein machen. Wir haben einen Jagdkurs begleitet. Man hat halt einen gesunden Respekt vor einer geladenen Waffe. Und sind dabei, wenn eine Jungjägerin ihre erste Beute machen will. Ruhig bleiben. Den Spot aussuchen, den ich treffen will, schießen. Anfang Oktober in München. Auftakt zum Jagdscheinkurs. 2 Frauen und 10 Männer wollen sich zum Jagen qualifizieren. Ihnen stehen 2 intensive Wochen bevor. Ziel ist es, so zu lernen und mir euch so vorzubereiten, dass es im Erstversuch klappt. Die Erfahrung zeigt auch, es klappt nicht immer im Erstversuch. Viele Kurse ziehen sich über ein halbes Jahr. Inzwischen sind aber besonders Kompaktkurse wie dieser gefragt. Teilnehmerin Luisa geht es vor allem um das Tierwohl beim Fleischkonsum. Ich komme aus der Lebensmittelbranche, deswegen weiß ich auch, wie das da alles so abläuft. Und durch die Jagd ist es halt einfach so, dass ich sage, okay, ich erlege da ein Tier und ich weiß, wie das gelebt hat. Ich weiß, es hatte ein gutes, glückliches Leben und war jetzt nicht irgendwie eingesperrt. Ein Kurs kostet hier über 3.000 Euro. Zum Schluss stehen 3 Prüfungen an. In diesen 2 Wochen sollen alle Grundlagen dafür vermittelt werden. Danach muss auch Thomas weiterlernen, neben dem Beruf. Ja, ganz, ganz viel auswendig lernen, das dürfte sicher eine große Herausforderung sein. Zum jetzigen Zeitpunkt freue ich mich aber tatsächlich noch. So viele Menschen wie noch nie haben 2022 an der Jagdprüfung teilgenommen. Erstmals über 20.000 in Deutschland. Die Durchfallquote lag bei 25%. Auch hier werden nicht alle die Prüfungen bestehen. Sie hat es schon geschafft. Vor einem halben Jahr hat Molly erfolgreich die letzte Prüfung abgeschlossen. Jetzt ist die Jungjägerin auf dem Weg zu ihrer ersten Jagd. Das war für mich wirklich die Entscheidung, will ich Vegetarier werden oder will ich Jäger werden? Denn ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen. Also ich habe den Bezug zu Tieren, zu der Natur. Und es ist mir einfach wichtig, nicht Teil an der Massentierhaltung zu haben. Heute will sie ihr erstes Wild erlegen. Das ist nur mit abgeschlossener Jagdprüfung möglich. Molly wurde auch am Jagdbildungszentrum in München ausgebildet. Sie wird von ihrem Jagdlehrer unterstützt. Nico Retzer. Hi. Hi. Grüß dich. Bist du soweit? Aufgeregt, aber ich bin soweit, ja. Die Möglichkeit, mit den Ausbildern zu jagen, hat die Jagdschule 2023 eingerichtet. Denn in der Praxis ist es für viele Absolventen ziemlich schwer, irgendwo zu jagen. Zusätzlich zum Jagdschein braucht man entweder ein eigenes Jagdrevier oder einen Begehungsschein. Auf so eine Jagdgelegenheit warten manche Jahre. Wie viel Wild geschossen wird, bestimmen die Jäger nicht einfach selbst. Stattdessen gibt es für jedes Revier Abschusspläne, die von den unteren Jagdbehörden beschlossen werden. Zurück bei der Jagdausbildung. Praxiswoche. Gestern wurde bereits mit Schrot auf Tontauben geschossen. Heute ist das erste Mal eine Kugelwaffe dran. Wir simulieren also das Schwein, das in der Bewegung geschossen werden muss. Und die besondere Herausforderung ist halt, nachdem sich das Ziel bewegt, muss sich der Schütze mit der Waffe halt natürlich auch bewegen. Man hat halt einen gesunden Respekt vor einer geladenen Waffe, in dem Fall eine scharfe Waffe. Ihr stecht mit dem Fadenkreuz hinter dem Schwein ein. In der Körpermitte wird es durchschnitten, ihr fahrt mit dem Fadenkreuz vor. Etwa hier ist der Punkt abzuziehen. Nicht die Augen zumachen beim Schießen, hilft ganz viel. Ne? 5-mal schießen, mindestens 3 Treffer sollen im Zielbereich liegen. Nur 2 der benötigten 3 Schüsse im Zielbereich. Trotzdem nicht schlecht fürs erste Mal. Stell dich erst einmal hin, find dich erst einmal ein. Als würdest du was Schweres schieben wollen. Na, oder wie beim Boxen. Gleiche Körperhaltung. Du musst Kraft sparen. Ja. Das heißt, du musst schauen, wann geht's los. Bist soweit.
Spannen, hoch, mitfahren, ganz gemütlich. Paff. Auf, zu, ist gespannt. Wart unten. Kraft schonen. Sonst werden die Arme lang, lang, lang. Mitfahren, mitfahren, mitfahren. Und alles auf den Tresen. Ich hab nicht so gut getroffen. Das Schwein ist getroffen, aber kein Treffer im Zielbereich. Wir probieren das nochmal. Im Sinne der Übung. Ne? Practice makes perfect. Sicherer Umgang mit Waffen ist ein essentieller Bestandteil der Ausbildung. Schließlich sollen die Kursteilnehmer ihre Waffe eines Tages gegen echtes Wild richten. Für Jungjägerin Molly ist heute dieser Tag. Was macht die Nervosität? Doch, ist keine Rede, ich bin doch nicht dünn. Entscheidend ist es, bevor der Schuss fällt, das Adrenalin und alles, was damit dazukommt, auf ein Minimum zu halten. Also da nicht, keine Panik, kein Stress, keine Hektik, keine tumultartigen Aufläufe, sondern ruhig bleiben. Den Spot aussuchen, den ich treffen will, schießen. Für die Jäger gehört das Töten von Tieren zum Naturschutz dazu. Sie sind sicher, ohne die Jagd würden die Wildbestände zu groß und damit auch die Verbissschäden an Wäldern und Landwirtschaft. Gegner der Jagd argumentieren, dass die Natur sich selbst regulieren könne und die Tiere wegen der Jagd unter Dauerstress lebten. Meine Blickrichtung 180 Meter am Waldrand. Das ist ein Kitz. Kann schießen. Gib mal der Fernseher. Das Kitz ist weg. Langsam läuft ihnen die Zeit davon, denn der Sonnenuntergang naht und bald das Nachtjagdverbot. Bis 19:30 dürfen wir auf Reh jagen. Allerdings erledigt sich das von selbst, weil so um 18:45 Uhr wird es so finster sein, dass ich sie zwar in der Wärmebildkamera sehe, aber dann nicht mehr im Zielfernrohr. Und dann tauchen tatsächlich noch zwei Rehe auf. Schussfeld. Doch das Tier steht recht weit weg. Traut sich Molly den Schuss zu? Noch 3 Tage übrig bei der Jagdausbildung. Die Gruppe ist im Revier der Jagdschule unterwegs. Doch statt Jagd steht erstmal etwas anderes an. Ein Revier bedeutet viel Arbeit. Zum Beispiel die Beseitigung von Wildschäden. Oh ja. Ist ja nicht, oder? Wildschweine haben hier nach Käfern und Würmern gesucht und dabei die Wiese umgegraben. Wenn man das jetzt hier nicht regelmäßig macht und nicht dafür Sorge trägt, auch natürlich durch Abschuss, dem Einhalt zu gebieten, entstehen da gewaltige Kosten. Ja. Das ist ein Ausfall einfach von der Maat her. Die brauchen das teilweise für ihre Kühe, die brauchen das teilweise für Silagen oder sonstiges. Was sie hier lernen sollen, Jäger sein, bedeutet nicht nur jagen. Sondern wirklich auch Lebensraum schaffen und aber auch gleichzeitig mit den Landwirten gemeinsam Schaden beheben. Ne? Weil im Endeffekt, wenn man heutzutage Reviere übernimmt, muss man in den meisten Fällen auch für Wildschaden aufkommen, in irgendeiner Art und Weise. Nächste Station, Geländer am Hochsitz bauen. Ja,
stabil, sieht gut aus. Das ist definitiv neben natürlich der Jagd an sich eins der Hauptgründe, warum ich hier bin. Ich liebe in der Natur zu sein und bin handwerklich nicht ganz unbegabt und somit gehört mir das dazu. Gerade so jagdliche Einrichtungen letztendlich auch zu bauen gehörte dazu. Was bleibt von den 2 Wochen Intensivkurs hängen im Vergleich zu einem Kurs, der ein halbes Jahr geht? Die Prüfungen sind für alle Jagdschüler einheitlich. Es ist exakt das gleiche Volumen, die gleiche Prüfung. Die müssen halt in diesen 14 Tagen plus dann die Vorbereitungszeit auf die Prüfung hin deutlich mehr investieren, Zeit pro Tag. Dafür sind sie halt schneller fertig. Am Nachmittag dann Aufteilung zum Ansitzen. Alle sollen mal dabei sein, wenn ein Wild erlegt wird. Emotional und fachlich. Aber natürlich weiß niemand, ob sie heute auch was treffen. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt was sehen, dass Rehwild austritt. Wäre natürlich für mich jetzt zum Thema Ausbildung natürlich das Ideale. Und wenn wir eben das nicht haben, weil vielleicht auch nichts austritt, dann ist das der Fall, wo wir jetzt gleich viele ruhige Stunden auf dem Hochsitz verbringen. Und dann heißt es erstmal über eine Stunde warten. 467 Meter. Da vorne ist Bambi. Jetzt müssen wir Jalen treffen, was wir machen. Sind wir zum Wald vorpirschen, sind wir auf 300 Meter dran. Okay. Ich alleine gehe da, erwische ich es auf jeden Fall. Da wird es ja hohe Wahrscheinlichkeit. Ne? Das Tier ist zu weit weg. Deswegen will sich der Jagdlehrer näher heranpirschen. Thomas soll Abstand halten, damit das Tier nicht verschreckt wird. Das ist mir ein bisschen Eile geworden. Die Zeit drängt. Es wird langsam dunkel. Wir müssen bei der Dämmerung auf die Nachtsichtkamera wechseln. Also hat der Bierstock aufgebaut und hat das Gewehr auch drauf. Ein Schuss. Doch der kam nicht vom Jagdlehrer. Der Schuss kam von hinter uns. Das heißt, da sind noch Kollegen auf einem anderen Ansitz. Und nachdem Schuss gefallen ist, wenn sie irgendwas gesehen haben. Eine ist weiter. So, meine Geist mit Kitzen. Ja, da habe ich mich gerade eingerichtet. Wer schießt der andere? Dann sind sie abgesprungen. Ich stelle aber die andere. Steht ja noch eins, oder? Ja, ich weiß, da war ich zu 100 Meter davor gestanden, aber das gibt das Licht halt jetzt nicht mehr her. Jetzt mal langsam da den Weg zurücktrotten. Heute Abend also kein Erfolg bei der Jagd. Jagdschüler Thomas richtet seine Gedanken nun langsam auf die Zeit nach dem Kurs. Natürlich drückt jetzt so im Hinterkopf schon die Prüfung. Somit haben wir jetzt noch gute 3 Wochen Zeit, wenn der Kurs dann am Sonntag vorbei ist. Und dann müssen wir uns vorbereiten auf die Prüfungen. Willst du deinen Arm auflegen? Die Mitte fliegen lassen. Schön, wenn es breit steht. Genau die Mitte. Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Ups. Lass mich gucken. Repetieren. Warte. Ich sehe es nicht. Kann schon sein, dass es passt. Kann sein, dass du hoch in der Lunge bist. Das Tier ist getroffen. Aber war der Schuss sauber? Ja, ich zittere. Also rein vom Gefühl her, vom Schuss her, Abzug und so alles. Müsste eigentlich gepasst haben, ne? Vom Gefühl her, ja. Ist das so die größte Angst, dass man mal schlecht trifft? Ja.
Das will man absolut nicht. Also nicht nur wegen der Nachsuche, aber auch, man will nicht, dass das Tier leidet. Ja, freilich sehe ich es liegen. Bist du erleichtert? Ja. Ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Ja. Ihr ehemaliger Ausbilder ist zufrieden. So wie die Stücke standen, würde ich jetzt sagen, 180 Meter. Das ist hübsch weit. Also, das muss man erst mal schießen. Von daher hat sie das gut gemacht. Sauber getroffen. Na, trotz des etwas weiter weg und kurze Flucht. Alles gut. Das ist natürlich Erleichterung und Aufregung und das tut einem trotzdem leid, aber ja, das ist Jagd. Das nächste Mal will Molly vielleicht auf eine Pirschjagd mitgehen. Anfang Dezember zurück auf dem Schießstand. Zwei Prüfungen haben Luisa und Thomas schon bestanden. Jetzt geht's um die letzte Hürde. Praktischer Teil. Die sichere Waffenhandhabung klappt bei beiden. Alles entscheidet sich beim Schießen. Thomas ist zuerst dran. Und es sieht nicht gut für ihn aus. In zwei Versuchen schafft es Thomas heute nicht, genügend Treffer zu landen. Ich war unglaublich aufgeregt und die Aufregung hat sich halt beim Schießen dann letztendlich negativ für mich ausgewirkt. Ist was ich verdauen werde die nächsten Tage, aber dann geht's nach vorne. Hilft ja nichts. Ich will bestehen und werde es auch schaffen beim nächsten Mal. Besser klappt es bei Luisa. Sie besteht beim Schießen und bekommt damit den Jagdschein. Ich habe ja auch schon mehrere Prüfungen gemacht und das war bis jetzt, glaube ich, echt die Prüfung, wo ich am meisten aufgeregt war. Für mich ist jetzt auch erstmal im Vordergrund, dass ich wirklich sage, okay, ich bin mir sicher mit der Waffe, dass ich wirklich viel Schießtraining mache, dass das einfach sitzt. Und genau, am besten wäre halt so, dass man wo mit reinkommt, wo man auch am Anfang einfach nur mal mitgeht. Für einen Teil der Prüflinge beginnt heute damit das Leben als Jungjäger. Für sie geht das Lernen jetzt in der Praxis weiter.